So. Jetzt natürlich die Frage, was hat das hier damit zu tun? Ne? Wir haben ja nur festgestellt, ja, da kommt jetzt irgendwie was raus, was so aussieht wie der goldene Schnitt. Aber bewiesen haben wir es noch nicht. Das kann ja nur so aussehen. Ne? Das kann ja nur direkt nebendran liegen oder so. 1,618. Irgendwas ganz knapp neben dem goldenen Schnitt. Aber nein, da kommt... Ja, diese Folge dieser Zahlen konvergiert tatsächlich gegen den goldenen Schnitt, wenn Sie ins Unendliche denken. Ja? Also, wenn Sie Folgendes sich vorstellen, Sie nehmen die Zahl 1 durch 1 plus 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 1 durch, so, ja? Unendlich lang, sie hören nie auf, ne? Was ja nicht geht, aber in der Vorstellung kann man sich schon vorstellen. Wenn sie das machen, dann steht hier der goldene Schnitt. Also wenn sie immer weiter zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen durcheinander teilen, 3 halbe, 5 Drittel, 8 Fünftel, 13 Achtel und so weiter, dann nähert sich diese Folge dem goldenen Schnitt an. So. Wie kriegt man das raus? Durch einen Trick. Und zwar durch folgenden Trick. Was hier steht, ist dasselbe wie... Achso, Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Hier vorne steht doch eine 1 plus davor. Ne? So. Ja, das ist ein bisschen schepp. Ne? 1 plus 1 durch 1 und so weiter. Ne? So. Was hier eigentlich steht, ist das. Wenn Sie sich diesen Teil hier betrachten, ist das doch gerade x. Ne? 1 plus 1 durch 1 plus und so weiter unendlich lang. Das ist so ein bisschen tricky mit dem Unendlichen. Ne? Das ist jetzt nicht 1 weniger. Sie erinnern sich Hilberts Hotel und so die Geschichten. Ne? Das hier ist derselbe Bruch wie der Gesamtbruch. Weil die Kette hier unendlich lang ist. Das heißt, ich kann hier schreiben, x ist gleich 1 plus 1 durch x. So. Naja, was kann man jetzt machen? Jetzt holen wir das auf die andere Seite. Das ist x minus 1 minus 1 durch x ist gleich 0. Jetzt multiplizieren wir beide Seiten mit x. Dann steht hier x Quadrat minus x minus 1 ist gleich 0. So. Die Lösung dieser quadratischen Gleichung ist der goldene Schnitt. Es gibt natürlich zwei Lösungen, oder vermutlich zwei Lösungen dieser Gleichung. Ja? Und eine von beiden wird der goldene Schnitt sein, und die andere nicht. Gucken wir uns gleich an. Verwenden wir hier mal irgendwas, ne? Weiß nicht, was Sie mögen, PQ-Formel, Mitternachtsformel oder sowas. Nehmen wir mal die PQ-Formel, minus p halbe, also x1, 2, ist gleich minus p halbe, p ist 1, also 1 halb, plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat, 1 Viertel, minus q. Q ist minus 1, also plus 1. Ist gleich 1 halb plus minus Wurzel aus 1 Viertel plus 1 ist 5 Viertel. Ja? Jetzt können wir nochmal teilweise die Wurzel ziehen hier. 1 halb plus minus Wurzel 5 halbe. So, welchen dieser beiden Werte nehmen wir? Positiv, genau, weil negativ, ne? Wurzel 5 halbe ist größer als 1 halb, von 1 halb Wurzel 5 halbe abzuziehen, sind beim Negativen, macht keinen Sinn bei Strecken, oder bei dieser Wert ist ja positiv, ne? Der ist positiv, ist nicht negativ. Das heißt, wir nehmen unser x1
x1 ist gleich 1/2 plus Wurzel 5 halbe. Oder manchmal schreibt man es auch so, 1 plus Wurzel 5 durch 2. Was kommt da raus? Ja, machen Sie mal. Ja, ungefähr 1,618. Da kommt jetzt ungefähr 1,618 raus. Noch wissen wir nicht, dass das der goldene Schnitt ist. Das kann ja einfach nur ungefähr 1,618 sein. Ne? Wir nähern uns jetzt mal von der anderen Seite. Wir wissen, beim goldenen Schnitt ist a durch b gleich a plus b durch a. Ne? Das ist dieses besondere Verhältnis. Also wissen wir doch, a plus b ist dasselbe wie a plus b durch a ist dasselbe wie 1 plus b durch a. Ne? Einfach aufgesplittet. 1 plus b durch a. Jetzt holen wir alles auf eine Seite. A durch b ist minus 1 minus b durch a ist gleich 0. Und jetzt sagen wir doch einfach mal, unser x ist a durch b. Ne? Kann man ja ausrechnen. Wir kennen a, b, rechnen wir aus, x. Dann steht hier x minus 1 minus 1 durch x gleich 0. Mal x. X Quadrat minus x minus 1 gleich 0. Der goldene Schnitt ist die Lösung dieser quadratischen Gleichung. Und die Fibonacci-Zahlen, wenn man sie aufeinanderfolgende durcheinander dividiert, was unendlich lange macht, nähern sich einem Wert an, der die Lösung dieser quadratischen Gleichung ist. Das ist dieselbe quadratische Gleichung. Also, Tatsache, die Lösung, der Wert, an den sich diese Folge annähert hier, ist derselbe Wert wie der goldene Schnitt. Und wenn Sie sich jetzt mit dem Gebiet Fibonacci-Zahlen, goldener Schnitt und so weiter länger auseinandersetzen, werden Sie feststellen, dass da unendlich viele Zusammenhänge gibt zwischen allen möglichen Dingen und überall tauchen entweder Fibonacci-Zahlen auf oder der goldene Schnitt und so weiter und so weiter. Ja? Okay, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Eine Sache vielleicht noch. Sie sehen, wenn man jetzt hier sich die unendliche Kettenbruchentwicklung anschaut, ne? Die ist ja eigentlich folgendermaßen, sieht die aus. Die Kettenbruchentwicklung sieht so aus. 1 und dann habe ich hier hinten Periode 1 stehen. Damit meine ich 1,1,1,1,1,1 und so weiter. Ne? So. Hier habe ich eine unendliche Kettenbruchentwicklung. Und das ist eine ziemlich kompakte Art und Weise, eine irrationale Zahl zu beschreiben. Das kriegen Sie mit Dezimalbrüchen nicht hin. Ja, mit Dezimalbrüchen. Bei irrationalen Zahlen, ne? Die haben eine unendliche Dezimalbruchentwicklung, da gibt es kein System drin. Wenn man ein System drin hätte, dann wäre das sofort eine rationale Zahl. Also wenn Sie eine Dezimalbruchentwicklung haben, wo irgendwo eine Periode drin vorkommt beispielsweise, oder wo es komplett abbricht, oder nicht abbrechend periodisch, haben Sie sofort eine rationale Zahl. Bei den Dezimalzahlen, bei den Dezimalbrüchen, wo Sie eine unendliche, nicht periodische Dezimalbruchentwicklung haben, handelt es sich um die irrationalen Zahlen. Pi, E, goldener Schnitt und so weiter und so weiter. Ne?
die können Sie nicht hinschreiben, weil die eben unsystematisch unendlich lang ist, die Dezimalbruchentwicklung. Hier haben Sie die Kettenbruchentwicklung einfach so hingeschrieben und das hier ist eine irrationale Zahl. So. Das bedeutet aber auch, wenn Sie die so hinschreiben hier, können Sie auch sagen, das ist ungefähr, ja, ungefähr das hier. Und damit erhalten Sie eine sehr gute Annäherung an den tatsächlichen Wert der irrationalen Zahl. Und genau das ist die Bedeutung der Kettenbrüche gewesen, bevor man Computer hatte, hat man irrationale Zahlen sehr gut annähern können durch den ersten Teil der Kettenbruchentwicklung. Ja? Ja. Hier steht doch x, ne? Also die Frage ist nochmal, warum kann ich schreiben x ist gleich 1 plus 1 durch x? Andersrum gedacht, ich weiß, das ist ein schwieriger Schritt. Das gleiche Problem, das man hat, wenn man sich mit Abzählbarkeit, unendlichen Mengen, Hilbert, Hotel und so weiter befasst. Angenommen, ich gebe Ihnen x. Ja? x ist 1 plus 1 durch 1 plus 1 durch 1 plus unendlich lange. Ja? So. Angenommen, ich gebe Ihnen das so. Und jetzt sage ich Ihnen, nehmen Sie mal diese Zahl und bilden Sie mal 1 plus 1 durch x. Nehmen Sie diese Zahl und bilden Sie 1 plus 1 durch x. Dann steht da 1 plus 1 durch, und jetzt muss ich x nehmen, ne? 1 plus 1 durch 1 plus 1 und so weiter. So. Jetzt vergessen Sie das hier. Das sind beides die gleichen Zahlen. Das ist das Irre an der Unendlichkeit. Ne? Ich habe da einfach 1 plus 1 durch x dazugepackt und trotzdem ist es gleich geblieben. Und jetzt nehmen Sie mal, machen Sie mal ein Experiment. Nehmen Sie mal den goldenen Schnitt und setzen Sie ihn ein. Schaffen wir das noch? Scheiße. Mist. Nehmen Sie mal den goldenen Schnitt 1 plus Wurzel 5 halbe und setzen Sie es mal ein in 1 plus 1 durch x. Und gucken wir mal, was rauskommt. Bis nächste Woche.